Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderbaren neuen Video zusammen mit dem Bruder unseres Mr. Trihornios, Robin. Das war nicht nett. Halt die Fresse, okay? Du hast letzte Woche gefehlt, ich hasse dich. Du bist ein Hund, okay? Du bist ein kleiner Hund. Ein Hund, der Hund, der keine guten Namenkenntnisse hat und einfach letzte Woche fehlt. Wir sind hier heute in der TPA, Spieltag 4, mit unserem wundervollen Team. Ninja, ich liebe euch. Aber wir haben bisher 2 Spieltage verloren. Wir kämpfen gegen das Team Mamotails aus Bernie und Pyronix. Pyronix, Junge, du kannst. Pyronix, ich kann nicht lesen. Spielernamenkenntnisse 10 von 10. Wirklich, du kannst gar nichts. Okay? Du kannst nicht mal pünktlich an einem Spieltag da sein. Sei froh, dass ich nicht Rotom nenne. Ich wette, ich sehe, komm, heute kommt das Rotom-Eis. Ah ne, warte, das gibt's ja. Scheiße. Oh Gott. Rotom-Kampf, ich sehe es kommen. Nein, aber. Spieltag Nummer 4. Spieltag Nummer 4, die letzten Spieltage. Der letzte Spieltag lief ja nicht so toll. Wir haben 5-0 verloren gegen Hexofeed. Und wir stehen gerade in einer nicht so guten Position. Und wir wollen höher. Wir wollen viel höher. Hoch hinaus. Deswegen kommen wir jetzt, falsches Bild, da, zum Replay, beziehungsweise zum Matchup, und deswegen blende ich euch wieder das Team ein und wir fangen an, darüber zu reden. Nummer 1, wir haben Angst vor Akustella. Also, ja, wir hatten Angst vor Akustella, Fire Dragon. Okay. Und wir hatten Angst vor Silvally. Nochmal, ohne dass Robin geleckt hat, wir haben auch Angst vor High Dragon, weil das war ein bisschen laggy, damit man es nochmal versteht, wollte ich es wiederholen. Ja, mein Internet. Wir hatten tatsächlich ziemlich viele Monster, die sie mitnehmen konnten. Eigentlich fast alle. Sie jedes Monster, die wir uns mitnehmen können. Außer das seht ihr. Das haben wir jetzt nicht so gesehen gegen uns. Obwohl da ihr Käfer auch eigentlich ganz gut war gegen uns. Ja, aber jetzt zum Beispiel Fulipulver nicht. Wir hatten ein schlechtes Matchup. Wir hatten ein sehr, sehr schlechtes Matchup. Aber wir haben versucht, das Beste rauszuholen, was es geht. Und ich finde unser Team gar nicht mal so scheiße. Deswegen, also wir hatten das Ding ist, ich will nur anmerken, wir haben uns kacke vorbereitet auf Flampivian und das kam natürlich mit. Also ich muss sagen, wir haben uns wirklich scheiße auf Flampivian vorbereitet. Wir haben das komplett ignoriert und das wird uns noch zum Verhängnis werden. Also wir kommen aber zum Team. Nicht spoilern. Wir fangen mal links wieder an. Wir haben ein Bundlebee dabei, welches... Das soll irgendwann auf plus 2 gehen und Kills holen. Ja, wir haben dem Ding eine Lumberry gegeben, weil wir auch das geprepared hatten, weil es, wenn Toxapex keine Giftattacke spielt, auch ein 1v1 gegen Toxapex gewinnen kann. Davon sind wir ausgegangen, weil wir dachten, er spielt das klassische Haste, Protect, Recover, Haste, Protect, Spike, Scald Set. Davon gingen wir halt aus, weil das halt mit das beste Set ist. Das heißt, das kann auch ein 1v1 gegen Pex gewinnen in dem Fall. Dann gingen wir halt zu einem diesmal defensiven Rotom Heat mit Defog, Thunderbolt, Volt Switch und Overheat. Halt ziemlich gut gegen ja, Rotom Heat war wirklich recht gut. Und halt den Heavy Duty Boots. Dann hatten wir ein Kramon mit der Anti-Feuerbeere. Ja, speziell defensives Kramon mit der Anti-Feuerbeere. Iron Defense, Body Press, Roost und Iron Head. Das heißt, wir haben immer noch Iron Defense drauf gehabt, weil wir gesehen haben, es kann in manchen Fällen klappen. Aber halt nicht, wenn zum Beispiel ein Haze kommt oder sowas oder halt irgendwas oder halt das Ding zu schnell stirbt. Wir haben gesehen, Feuer war halt sehr, sehr gut gegen uns. Deswegen haben wir auch gedacht, das kann sich auch gut dann mit dem Darmanitan besser klarkommen, wenn es die Antifeuerbeere besitzt. Haben deswegen das draufgepackt. Dann haben wir, glaube ich, das Mon, was ich am meisten immer noch fühle aus unserem kompletten 12er-Team. Nämlich Haunter, also unser Apollo. Diesmal wieder mit Choice Scarf. Wir haben tatsächlich ein bisschen weird gespeedcreept, aber für mich verständlich. Wir haben auf dem Scarf Rotom gespeedcreept. Irgendwie sowas. Auf dem Scarf Rotom Mo. Ja, wir wollten einfach nicht, dass Rotom Mo schneller ist als wir. Weil wir dachten, das könnte ein potenzieller Scarf-Nutzer sein. Und dann haben wir unser wieder halb offensiv, halb defensives Roserade. Wieder speziell defensiv. Nein, wir haben noch kein physisch defensives Mon. Das haben wir auch wirklich nicht.
Wir haben wirklich im Teambuilding vercheckt, mal ein physisch-defensives Mod mitzunehmen, weil wir uns einfach durch letzten Spieltag oder halt insgesamt gesehen haben, wir haben eine gute Schwäche gegen speziell defensive Mons, aber wenn wir uns nicht gegen physisch-defensive preppen, ist das auch ein Problem. Das ist unsere erste Liga, okay? Wir hatten Angst vor Trickelfalo. Ja, wir hatten Angst vor Trickelfalo. Das ist eigentlich der größte Grund. Und dann haben wir noch unter Rihornior, welches wir mit Assault West gespielt haben, damit es ein, mit einer Prozentchance eine Hydro Pump von einem Trickelfalo tanken kann. Tatsächlich war das der Plan. Und dann haben wir noch Megahorn drauf gespielt, um mit einer 50% Chance Trickelfalo killen zu können. Außer wir hätten halt Spät. Das Ding ist, wir mussten halt Spät Defense Plus spielen, um halt einen Hit tanken zu können. Hätten wir aber Attack Plus gespielt, wären wir wahrscheinlich bei einem Hydro gestorben. Und das wäre dann halt ein Problem gewesen, weil wir langsamer sind. Deswegen mussten wir das so spielen. Ja, leider. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir zum Lead. Wir haben uns das Team, gegnerische Team angeguckt. Und es ist genauso wie letzten Spieltag gewesen. Wir fanden, Roserade ist ein guter Lead. Es kam genauso wie letzten Spieltag, die haben mit dem Feuerding geleadet. Was war in meinem Bauch? Lass mit Rihornior leaden. Ich glaube, nächsten Spieltag kann ich versprechen, wir hören mehr auf unser Bauchgefühl. Also, wir müssen, das ist uns eh aufgefallen. Warum sagst du das unseren Gegnern? Immer die Roserade geleadet. Ja, Roserade kam, es kam das Determinaton. Wie gesagt, worst case, wir gingen direkt auf Rhyperior. Der U-Turn kam von denen. Und es kam die erste für uns kritische Stelle. Wie gesagt, wir hatten ja drauf gekalkt, dass wir einen Hydro tanken. Aber nur Full Life. Bedeutet. Das ist kein Full Life. Bedeutet, wir würden von einem Hydro instant sterben. Wenn es trifft halt, ne? Der Megahorn killt ja. Aber und wir haben auch keinen Switch in Hydreigon. Ja, wir haben halt auch keinen Switch in Hydreigon. Und das Ding ist ja, wir kennen ein. Also das Ding hat auch Surf. Wir könnten einen Hit von Surf tanken. Das haben wir extra nochmal gekalkt. Zu einer 6% Chance hätten die uns wahrscheinlich gekillt. Und dann ist halt immer noch das Problem, dass wir zu 50% mit Megahorn killen, wenn es überhaupt trifft. Ja. Wir zeigen erstmal, was passiert ist. Es kam halt dann der Surf, glücklicherweise. Wir haben getankt. Es kam der Megahorn und es kam der Worst Case. Wir haben gemisst. Und wir beide. Ich glaube, ich weiß nicht, warum diese Liga uns nicht mag. Ich meine, das fing schon an mit dem Crit von Kubuin auf Kramer, oder? Aber insgesamt. Wir sind unlucky. Mir fehlt auch was. Später werde ich auch noch was sagen, was noch unlucky ist insgesamt. Aber wir sind sehr, sehr unlucky. Ich will es jetzt nicht auf RNG schieben, ne? Also, ich meine. Wir verlieren RNG einzig und allein, weil wir Pech haben. Wir sind eigentlich die besten Spieler, aber wir haben Pech, deswegen verlieren wir. Und das war komplett Ironie gerade. Ich liebe euch alle, andere Teilnehmer. Gar keine Ironie. Ja, du bist ein selbstverliebtes Arschloch, wissen wir alle. Egal. Also, was haben wir gemacht? Wir haben gehofft, dass die irgendwie rauswitchen, weil sie denken, wir switchen raus und sind einfach nochmal auf Megahorn gegangen. Aber nein, wir haben einen richtigen Play. Wir haben das Ding gesehen. Ja. Dann kamen wir mit Rebombi rein. Und es war für uns eigentlich offensichtlich, dass die rausgehen. Jedoch haben wir halt gesagt, trotzdem ist für uns Moonblast der safeste Play. Und haben wir Quiverdance gedrückt? Quiverdance. Haben wir Quiverdance gedrückt? Mit ziemlich sicher, wir haben Quiverdance gedrückt. Wir haben Quiverdance sogar gedrückt. Ja, na, ist gut in diesem Spiel. Also, wir haben Quiverdance gedrückt sogar. Und weil wir wussten, die wechseln raus. Das war halt gut für uns so. Und haben dann uns entschieden, ja, Psychic ist so, der safeste Play. Danach ist uns aber aufgefallen. Oh. Ja, gar nicht. Wir haben gar keinen Switch in dieses kackte Manaton. Also wirklich, wir haben halt wirklich versucht, nur da Manaton anzuchippen, wie weit es geht, weil wir haben uns halt entschlossen, das Ding zu sacken, was actually dumm war. Ich meine, wir hätten halt rausgehen können auf Kramor. Ne? Also Kramor wäre halt jetzt keine gute Alternative gewesen. Rotom hätte vielleicht ein bisschen getankt. Also Rotom hätte wahrscheinlich das Ding getankt ein bisschen. Aber vielleicht 50% gemacht oder so. Ja. Also. Das Damanitan war halt wirklich. Dass wir den Water-Type diesmal nicht mitgenommen haben, war kritisch. Vielleicht ein bisschen blöd. Ja, ein bisschen sehr blöd. Wir hatten dran gedacht, aber dann haben wir gesehen, dass die Horn ja trotzdem ganz. Also. Ja.
wir hatten dieses Team bis auf Rironia schon fertig, so. Und hatten halt überlegt, welches letzte Mon wir sehen. Und wir haben halt gemerkt, dass wir auch uns sehr wenig auf Trikefalo gepreppt haben. Und haben dann halt Trikefalo als schlimmer empfunden, was sich im Nachhinein nicht als gut dargestellt hat. Ja. Deswegen haben wir jetzt hier das Ding gesackt, um es halt anzuchippen. Das hat jetzt nur noch 16%. Ging dann halt mit unserem Haunter rein. Wir waren schneller. Und die sind rausgeswitcht. Und wir haben uns verstanden, dass wir Scarf sind. Ja, da haben sie eigentlich verstanden, dass wir Scarf sein müssten. Und wir wussten halt, dass Thunderbolt jetzt nicht der beste Play ist gerade, einfach weil auch das Dings lebt. Und sind deswegen auf Sludgewave gegangen. War auch jetzt... Oh, naja, gar nicht. Macht keinen Schaden. Es macht auch keinen Schaden. Also gingen wir raus auf Korf, was halt recht okay war. Es kam Icicle Crash, der macht nicht so viel. Wir haben dann einfach einmal Iron Defense gedrückt. Die Volt switchen, das hat auch nicht viel gemacht. By the way, hätten die, glaube ich, mit manchen Umständen mit einem Thunderbolt noch mehr Damage gemacht. Aber der Volt Switch war eigentlich der bessere Play. Da sie jetzt auf ihr Toxapex rausgehen konnten. Und Toxapex hat die schöne Attacke Haze. Damit würde unsere komplette Defense... Also wir machen auch trotz plus 6 nur 25% Schaden an dem Ding. Ja! Irgendwie hatten wir ein bisschen vercheckt, dass dieses Ding Haze hatte. Ja. Hatten wir einfach nicht mehr so ganz... Also wir hatten das im Kopf und haben gesagt, okay, wir drücken jetzt halt Body Press, um halt den meisten Schaden rauszubekommen jetzt, ne? Und dachten halt, okay, die drücken jetzt halt Safe Haste. Wir haben halt Body Press gedrückt, es kam aber das Gold. Und das war so ein kleiner Bait in unserem Kopf. Und in unserem Kopf dann so, haben die keinen Haste dabei? Wir drücken einfach mal jetzt. Und übrigens, Burn, warum? Wirklich, warum wird unser Korf eigentlich hier für jeden Spieltag geburnt? Naja, also... Letztes Mal hatten wir, also gegen im ersten Spieltag hatten wir mit Korf so lange keinen Burn bekommen. Ja, ist aber trotzdem, Korf ist irgendwie das Mon, was bei uns einfach geburnt. Das ist irgendwie, wir nennen es einfach, bitte werd nicht geburnt nächstes Mal oder so, Alter. Ey, ja, ich wirklich. Ist, damit muss man halt rechnen, Pokémon. Ja. Der Burn kam vom Scald, war halt gut für die, so, wir haben, machen halt noch weniger Schaden. Wir drücken trotzdem nochmal Iron Defense. Kommt noch ein Scald halt, wir denken halt immer noch, die haben keinen Haze. Und da und deswegen, weil sie hätten halt Haze spätestens jetzt eigentlich einsetzen müssen, so. Weil die sehen, wir machen denen wenig Schaden durch den Burn. Haze wäre jetzt eigentlich der Play, aber die haben uns mehr angechippt, wir sind dann halt auf Roost gegangen. Weil wir halt uns sicher waren, dass sie keinen Haze haben. Aber jetzt kam der plötzlich. Aber sie hatten halt Haze. Ja, und wir waren dann halt nur so, fuck. Warum? Und deswegen... Gehen wir dann auf Roserade raus. Und die sind dann halt auch zu. Die hatten halt einen netten Double gemacht, so. Ging dann halt auf der Manager, nee, auf Dings. Und wir drücken Sludge Bomb. So, das war halt das safeste Play für uns, ne? Weil Sludge Bomb eigentlich alles recht gut getroffen hätte. Im Nachhinein hätte ich vielleicht sogar Energy Ball oder Regadrain besser gefunden zum Hochheilen. Jedoch. Na, wir konnten halt nicht wissen, dass jetzt, also, das fand ich jetzt kein Missplay oder so, sondern das fand ich halt einfach okay so. Dann gingen wir halt auf Giga Drain, wir waren halt schneller. Ne, erstmal kam der Ice Shard, so. Wir wussten, wenn die Icicle Crash haben, also, wir wussten halt, wir können mit einem Giga Drain auf der Range möglicherweise killen, ne? Wir hätten eigentlich in Rotom rausswitchen wollen, aber haben wir nicht. Ja, haben wir nicht gemacht, also, wir wussten, wir können auf der Range maybe killen. Aber und der Icicle Crash würde uns killen. Die gingen aber auf Ice Shard. Dadurch konnten wir eine Runde holen. Zwar haben wir nicht gekillt, aber wussten, wir können das Ding nächste Runde rausnehmen. Weil wir tanken eigentlich noch einen Ice Shard. Weil der ja nur, 67% gemacht hat. Dieser Ice Shard hat erstmal 75 gemacht. Wo ich mich erstmal komplett erschrocken habe. Weil ich mir dachte, eieiei, das war ja mal jetzt eine Max Roll. Und wir sind dann halt, haben halt unseren ersten Kill diesem Spieltag gelandet. Mit Roserade. Hey, Pillowswine ist tot. Zu dem Zeitpunkt war uns halt klar, okay. Wir können nur gewinnen, wenn Toxapex und Trikefalo weg ist. Das Problem ist, wie kriegen wir Toxapex und Trikefalo? Die Frage ist, wie kriegen wir das weg? Die Antwort war eigentlich Rotom. Jedoch müssen wir halt. Jedoch war das Problem, wie schaffen wir es, dass Rotom überlebt? Erstmal kam das da Manaturn, es hat U-Turn gedrückt. Okay,
Wir hätten vielleicht raus switchen können oder um vielleicht irgendwas noch mit dem Roserade zu machen. Haben wir aber nicht. Einfach weil wir erstens dumm sind. Und zweitens. Nein, das war auch der richtige. Na, ich weiß nicht so ganz. Also im Nachhinein hätte ich das Roserade vielleicht andersweitig gesackt, aber das Ding ist immer noch, wir haben halt keinen Switch in den Dumb-Managern, deswegen. Ja, wir haben also, ja, also das Problem ist bei Dumb-Managern, wir sehen halt immer noch keinen Switch in. Maybe wäre dort Kramer der Play gewesen, weil wir immer noch die Feuerbeere haben. Und deswegen ja, vielleicht ein Bodypress raus. Halt doch, wir hätten. Ne? Ja, aber. Nein, wir hätten 20% nur bekommen, ich habe gekalkt. Mit der Peere. Ja. Und die haben ja U-Turn gedrückt und in der zweiten Turn dann wären 30% von uns weg. Und wir waren zu dem Zeitpunkt 90. Wie waren wir da? Wir sind ja rausgegangen, als wir full waren ungefähr. Also deswegen, wir hätten nicht so viel Schaden bekommen und wir hätten das Ding vielleicht rausnehmen können. Oder halt, die wären halt geswitcht und wir hätten vielleicht anderes drücken können. Wir hätten vielleicht hier besser spielen können. Haben es aber nicht getan. Die sind auf High Dragon gegangen. Das konnten wir halt nutzen und sind dann in Hauter gegangen. Ab hier wussten die zu 100%, dass wir Scarf sind, wir wären nicht in Hauter gegangen. Also entweder wussten die, dass wir Scarf, dass wir Scarf oder Self sind. So, eins von beiden, sie wussten zumindest, dass wir die safe einmal angreifen können. Oder, wir haben das halt nur gemacht zum Second, aber wir wussten halt, wir sind Scarf, wir sind schneller. Außer die sind Scarf. Deswegen gingen die raus auf Toxapex. So. Wir haben halt diesmal, wir haben halt Gleam gedrückt, weil wir es als safe Variante gesehen haben, fanden wir okay so, ne? Dann haben wir halt, müssten wir halt rausgehen, weil wir halt Scarf sind wir halt Rotom gegangen. Toxic kam, da dachte ich mir halt nur so, vielleicht sollten wir auf Kramor gehen. Vielleicht sollten wir auf Kramor gehen und dann wieder auf Dings. Wir fanden aber Rotom besser, weil wir halt gehofft hatten, dass wir halt jetzt dass das Pax gegen uns versucht, ein 1v1 zu machen, was wir gewinnen könnten, ne? Kommt drauf an, wie viel Damage wir dem Ding machen. Und dann kam erstens der Toxic, zweitens gehen wir jetzt auf den Thunderbolt, die gehen aber auf ihr High Dragon. So, das bekommt jetzt schon ein bisschen Schaden. Ja, das bekommt jetzt hier ein bisschen Schaden. Übrigens, hätte Rihornia getroffen, wäre das jetzt tot. Das Zählen. Wenn es nicht schon vorher tot wäre. Egal. Wir gehen dann halt auf Haunter, glaube ich, raus. Hängen einen Hit. Ein Surf, weil wir wussten, es müsste eigentlich der Surf kommen, weil das der Safe Paper den war. Und gehen jetzt, warum auch immer, schon wieder auf Gleam anstatt auf den Thunderbolt. Wir sind anstatt auf dem Thunderbolt, weil wir Angst hatten, dass es drinnen bleibt. Ich weiß nicht, was mit uns falsch war. Dass die Angst haben, dass die sich trauen, gegen eine Haunter, welches Deathling Beam zu hat, und es Safe One hittet mit Scarf, drinnen zu bleiben. Ich weiß nicht, warum wir davon ausgingen. Das war ein Overpredict, aber. Das Problem war? Ja. Zu diesem Zeitpunkt war es schwer zu gewinnen. Vor allem, weil Toxapex auf dem Feld. Ja, also gegen Pex hatten wir halt nichts. So, und es war halt schwer zu gewinnen. Wir mussten halt versuchen, das Beste zu machen und haben uns halt hier für den Gleam entschieden, was ich jetzt nicht so geil fand. So, dann haben wir uns aber entschieden, damit nicht immer dasselbe passiert, haben wir uns entschieden, jetzt auf Korf rauszugehen. Haben Scald kassiert. Korf macht nichts dagegen. Ja, Korf macht gar nichts dagegen. Sind dann halt auf Haunter gegangen, weil wir dachten, ja okay, vielleicht kommt was und haben tatsächlich einen Hit getankt. So. Jetzt wäre vielleicht die Idee gewesen, drücken wir T-Bolt. Problem war, also, ich weiß jetzt nicht, also, wir hatten halt, den Move jetzt, fand ich jetzt nicht so schlimm wie gerade. Ja. Weil aber das Problem war, ihr müsst uns verstehen. Wäre ich da raus. Die Frage ist halt, switchen die raus, weil sie, also, die Frage ist halt, switchen sie raus, weil sie Angst haben, dass ein Thunderbolt zu viel Schaden macht? Ja oder nein? Weil würde es zu viel Schaden machen, würde dann Rotom im nächsten Try es möglicherweise rausnehmen können. Das Problem, was ich jetzt... Die hätten ja nicht in Rotom drin bleiben müssen. Ja. Die hätten in High Dragon rausgehen können und High Dragon tanken. Ja, also die haben das eigentlich richtig gemacht. Die hätten eigentlich wirklich Thunderbolt drücken müssen, aber wir hatten halt gehofft, dass sie vielleicht in High Dragon rausgehen, weil sie hätten Thunderbolt predicten.
Bedeutet, es kam halt Death, Death in Gleam und unser Haunter ist tot. Zu dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich versucht, nur eine Differenz zu bekommen. Zu dem Zeitpunkt war es sehr schwer zu gewinnen. Praktisch unmöglich. Ja. Vielleicht hätten wir richtig Lucky Crits. Deswegen gingen wir raus, haben jetzt hier, glaube ich, den Volt Switch gedrückt, weil wir das predicted hatten. Sind dann auf Korf gegangen. Die sind dann aber, glaube ich, wieder auf Dings gegangen. Tox, oder sind die drin geblieben? Ne, wir sind auf Rotom gegangen, weil wir dachten, vielleicht kommt was. Die sind dann auf Flamethrower gegangen. Die haben, glaube ich, dann Surf gedrückt und wir den Volt Switch wieder. Ja. Die gingen wieder auf Korf. Diesmal sind wir mit Korf, glaube ich, drin geblieben. Anti-Feuerbeere kam. Wir hätten wir hätten mehr Schaden machen können mit dem Turn hier. Ne? Also wir hätten wahrscheinlich wenn der Burn nicht gekommen wäre, hätten wir vielleicht. Also wir hätten die wahrscheinlich trotzdem nicht gekillt, ne? Wir hätten, glaube ich, mit einer Roll zwar viel Damage gemacht, aber sie, glaube ich, nicht gekillt dennoch. Also ich glaube, es hätte nichts am. Ich glaube, es möglicherweise hätten wir critten können, ne? Ich wollte es nur anmerken. Aber ich glaube, das hätte nichts am Ergebnis geändert. Wir kriegen durch den Burn sind wir noch mal mehr in der Range, dass es mit einer Flamethrower killt. Kommt der Surf und wir verlieren Punkt 0. Ja, so. Ja. Wir haben schon wieder 5-0 verloren. Und das sieht gerade nicht gut aus. Wir sind gerade auf einem. Würde ich sagen, vor allem wegen schlechten Matchup verloren haben. Und wegen. Und weil wir uns ein bisschen schlecht auf manche Mons gepreppt haben. Und wegen dem. Vor allem schlecht Matchup. Ja. Also, die Niederlage geht klar auf unsere Kappe. Übel gut von den beiden trotzdem. Also, ich finde, die beiden haben das solide halt runtergespielt. Ne? Besser konnte man es halt nicht machen. Also, ich weiß nicht, ob man daraus ein 6-0 über. Also, ich weiß nicht, ob die. Snack ein bisschen komisch war, aber. Ja, also ich weiß nicht, ob die vielleicht mit Pillow Swine vielleicht sogar 6-0 rausgeholt hätten können. Aber so wie sie es gespielt haben, ist eigentlich männlich sogar das Beste. Ne? Sie haben halt versucht, sehr safe zu spielen mit dem Ice Shard, ne? Es war halt einfach die beste Sache, die sie machen konnten. Sie waren schneller. Bedeutet, sie haben halt eigentlich uns damit sogar überrascht. Also ich war trotzdem überrascht und hatte ein bisschen Angst so, ne? Weil es war halt trotzdem a lot of damage, so. Also es ist für uns lucky, dass es kein 6-0 wurde, basically. Unlucky durch den Miss halt. Aber insgesamt hatten sie halt ein bisschen Glück durch den Miss, ne? Im Burn, der hat jetzt nicht so krass gemattert, so, ne? Also ein bisschen, aber wir wissen halt nicht. Wir wissen halt nicht, wie so, krass, aber so. Das gehört halt alles zu Pokémon dazu. Und ich würde sagen, deswegen wünsche ich trotzdem, auch wenn es für uns unlucky lief und ich ein wenig Hass auf dieses Team habe. GG an Mammothead. Also ich habe ein bisschen Hass auf das Hydreigon und auf das Pax. Einfach nur, weil das eine geburnt hat, das andere ausgewichen ist. Aber ich habe keinen Hass gegen die Jungs. So, die beiden haben das super gut gespielt. Also ich kann nur sagen, ihr habt das wirklich gut runtergespielt. Wir haben uns halt auch ein bisschen schlecht vorbereitet, so in manchen Dingen, da Manaturn. So, wir hatten halt kein Switch-In, so. Vielleicht sollten wir uns nächste Season Rotom Hex nennen. Ja. Weil es war halt ein bisschen. Wir begründen einfach das Video beenden. Ja. Also nochmal euch auch, wie eigentlich jedem unserer Gegner, weiterhin viel Glück in den nächsten Spieltagen. Ich hoffe, ihr kriegt weiterhin gute Punkte. Ich glaube, wir haben euch jetzt geholfen, wieder ein bisschen nach oben zu kommen, weil wir, glaube ich, auf derselben Punktzahl waren zu dem Zeitpunkt. Ja, das war eigentlich ein richtig wichtiges Spiel für uns. Und wir sind weiterhin auf dem Weg mit der schlechtesten Differenz der Liga. Yay! Nice. Und jetzt natürlich, abonniert den Kanal, liked das Video, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Und schaut auch bei mir auf Twitch vorbei, weil da so findet ihr sehr, sehr witzige Clips, wo wir auch manchmal Pokémon spielen. Hier ein Beispiel. Ja, Rich, wir haben halt nur 90 Base Speed. Oha! Ich lebe! Oha! Ja! Wie gesagt.
Wie gesagt, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Robin hat schon alles gesagt, was ihr machen solltet, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Schaut auf jeden Fall bei den Jungs in der Videobeschreibung vorbei, die auch noch TPL machen. Es gibt mal ein paar Boys, die auch angefangen haben. Wie zum Beispiel Hexwolf Heat. Wie zum Beispiel Pion Dragisch. Und einfach insgesamt Psychedelic Psychos. Auch qualitativ hochwertige Videos. Guckt rein. Bei jedem. Und liked. Und kommentiert. Unterstützt die Jungs. Kommentieren, abonnieren, alles. Bis nächstes Mal bei der TPL. Und abonniert Robin. Tschüss.